bin nicht nur ein Geschäftsmensch, ich bin ein Mensch und ich trage Verantwortung. Ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass ein CEO nur finanzielle Ziele verfolgen würde. In unserer Welt, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Welches Ziel verfolgen Sie als nachhaltiges Unternehmen? Wir haben klare Ziele. Das ist das sogenannte Netto-Null-Ziel für 2050. Wir sprechen gerne von vorgelagerten und nachgelagerten auch CO2-Emissionen. Und das ist plötzlich eine ganz andere Dimension, die wir unbedingt wahrnehmen müssen. Es geht grundsätzlich um Willen, Mut und Neugier. Ich habe die Berichte von IPCC gelesen und hier habe ich realisiert, ups, das ist deutlich schwieriger, als du dachtest. Wir arbeiten mit Partnern, wir arbeiten mit der WWF, wir haben diese Science-Based Target Initiatives und wir wollen uns absolut transparent machen. Wir lassen uns gerne challengen. Aus diesem Grund auch bin ich ziemlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in der Migros unsere Nachhaltigkeitsziele im strategischen Cockpit zu haben, das auf der gleichen Ebene wie die klassischen Marktanteilziele, finanziellen Ziele und so weiter. Schauen Sie nicht nur, was mit Ihrem eigenen Betrieb zu tun hat, sondern schauen Sie auch die vorgelagerten und die nachgelagerten auch Impacts.